Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Talk. Jetzt in der nächsten halben Stunde geht es um Open Source Software für Radioautomation. Und wir sind hier relativ viele Personen auf dem Podium. Und bevor wir anfangen, stellen wir uns einmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Kai. Ich arbeite bei Jointech und unterstütze Aura seit 2 Jahren und freue mich irgendwie auch gerade mal hier zu sein, weil es das erste Mal seit 2 Jahren ist, dass ich euch irgendwie alle als Team mal mitsehe. Ja, ich bin die Maggie, ich bin hier aus Graz, ansonsten im Vorstand von mo.at und bei Radio Helsinki tätig und ich bin Projektleitung, mache QA und Produktmanagement für das Aura-Projekt. Ich bin die Martina, ich arbeite für Radio Freirad aus Tirol und wir sind jetzt gemeinsam angereist heute und ich mache eben mit bei der Softwareentwicklung. Ja, mein Name ist Ole, ich arbeite auch beim Freirad, Freies Radio Innsbruck und bin dort als Sys-Admin unterwegs und bei Aura als Softwareentwickler. Ja, so in den kommenden 15 Minuten geben wir euch einen kleinen Einblick in die Software, die Hintergründe, wieso kommt es überhaupt zu so einem Projekt, wozu ist das gut, was wollen wir eigentlich damit und wie setzen wir das alles um, was wir da vorhaben. Am Schluss gibt es eine kleine Hands-on-Demo, wo wir unser neuestes Release auch gerade mal in Aktion zeigen und dann gibt es noch genug Zeit für Fragen. Und wir teilen uns den Vortrag auf, ich fange an. Und erstmal so ein bisschen was allgemein zum Projekt. Also wer beteiligt ist, 4 von uns stehen hier gerade auf der Bühne, aber wir sind insgesamt momentan ein 7-köpfiges Team, 7 EntwicklerInnen, die eben fix mitarbeiten, plus eine größere Community von Contributors, weil es eben ein offenes Projekt ist. Seit 2 Jahren haben wir eine stabile Finanzierung, die eben das Team trägt. Aber die ersten Ideen gab es schon vor einigen Jahren. Damals sind auch so die ersten Konzepte entstanden. Und es ist eben ein großes Gemeinschaftsprojekt, was von relativ vielen freien Radios, vor allem aus Deutschland und Österreich, getragen wird. Und derzeit die Hauptentwicklung und auch die Hauptverantwortung liegt in der Hand von mehreren Sendern aus Österreich. Und die 4, die momentan am aktivsten beteiligt sind, die sind unten hier mit den Logos zu sehen. Also eben Freirad in Innsbruck, dann haben wir Radio Orange in Wien, Radio Helsinki in Graz und Radio Froh in Linz. Und eben das Team, unsere Teammitglieder setzen sich eben auch aus Menschen zusammen, die einerseits eben die Erfahrung aus dem Radiobetrieb mitbringen und andererseits eben auch als Entwickler tätig sind. Und Aura ist eben viel mehr als nur ein reines Softwareprojekt, weil wir sprechen hier von Radio nicht im Sinn von, ich bin ein DJ und möchte irgendwie einen Internetstream betreiben. Wir sprechen auch nicht im Radio im Sinne von, ich bin ein Podcast und möchte irgendwie einfach Content veröffentlichen, sondern Radio heißt eben wirklich, eine offizielle Sendelizenz. Das heißt, es geht eben auch darum, es gibt Vorgaben für Hardware-Integration. Es ist relativ eng verzahnt auch mit rechtlichen Bedingungen. Was muss ein Radiobetrieb erfüllen? Welche Daten muss man ausliefern zum Beispiel für die Lizenzierung, für das Reporting? Das heißt, es ist insgesamt ein relativ komplexes Projekt, was so quasi auch sehr eng mit der kompletten Infrastruktur eines Senders verzahnt ist. Und dementsprechend komplex und ja, verschieden sind eben auch die Anforderungen, die wir haben. Und wir arbeiten sehr eng mit der Integration zusammen und aktuell laufen auch schon mehrere Testinstanzen von Aura vor Ort installiert. Eine zum Beispiel in Innsbruck bei euch, eine in Linz und eine in Wien. Und wir hoffen, es werden bald mehr. Genau. Und ja, wie gesagt, ich habe gerade mal so einen kurzen Überblick gegeben, was heißt eigentlich Radio machen und für die, die es vielleicht nicht wissen, was ist eigentlich freies Radio, also freies Radio oder Community Radio, das Grundprinzip ist eben, das sind ja Vereine, es ist eine gemeinschaftlich getragene Initiative, um eben freie Medien zu betreiben und es gibt eben mehrere solche freier Sender, die eben jeweils eine eigene Lizenz haben. Und wir sprechen von Community-Radio, das heißt nicht nur eben Einzelpersonen, die selber ein ganzes Programm betreuen, sondern eben eine ganze Gemeinschaft, die gemeinsam den Redaktionsbetrieb eben auch leitet und eben auch an der Programmgestaltung und der technischen Abwicklung mitarbeitet. Und das heißt,
dass wir eben auch, wir haben einerseits sehr viele Beteiligte, auf der anderen Seite eben auch sehr viel technische Anforderungen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, dafür quasi, es gibt nicht so die eine Softwarelösung dafür. Das führt dazu, dass bis jetzt einfach sehr viel oft auch handgemachte Lösungen im Gebrauch sind. Jeder bastelt sich sowas zusammen. Und das ist sozusagen die Grundidee von Aura gewesen. Tun wir uns zusammen, schauen wir, was wir haben. Wir evaluieren bestehende Lösungen und versuchen, ein System aus verschiedenen Komponenten zusammenzubauen, was eben diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringt und eine Art Software-Suite oder ein Werkzeugkasten, könnte man sagen, für den Radiobetrieb anzubieten. Und daraus leiten sich quasi die Ziele ab von unserem Projekt. Das ist eben einerseits Integration, also das Zusammenbringen verschiedener Funktionen, auf der anderen Seite Autonomie, also eben Autonomie für den Technikbetrieb und die Sendungsmachenden, Effizienz, also es soll leichter gehen und hoffentlich auch besser als was bis jetzt eben in Einsatz sitzt. Und es soll flexibel, zuverlässig und usable sein. Genau, und die große Herausforderung in unserem Projekt ist eben sehr viele Beteiligte, sehr viele verschiedene technische Bedingungen und eben auch sehr heterogene Anforderungen. Und wie baut man jetzt eine Software? Wie gestaltet man etwas, wo man so unterschiedliche Anforderungen hat? Und der Ansatz, den wir gewählt haben oder den wir versuchen im Projekt umzusetzen, das nennen wir Community by Design. Also ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Community-Based Design. Die Idee dahinter ist eben, dass quasi Community sich einbringen kann und Vorschläge und Input gibt zur Gestaltung oder eben auch zu den jeweiligen Requirements. Und wir modifizieren das bei Aura, weil eben die Radio-Community, wie gesagt, ist sehr heterogen. Es gibt sehr unterschiedliche Praktiken. Also Radio machen in Graz kann sowohl technisch als auch praktisch komplett anders funktionieren als zum Beispiel der Betrieb von einem freien Radio in Linz oder in Wien. Und das heißt, was machen wir? Wir stellen uns die Frage einerseits, was brauchen eigentlich im Grunde alle? Also welche Funktionen sind wirklich für alle nötig? Dann immer die Frage eben auch, was lässt sich vielleicht vereinfachen? Also der Ist-Stand ist vielleicht nicht immer unbedingt das Optimale. Und eben auch die Frage, wo können wir eigentlich so quasi useful Defaults anbieten? Also sozusagen eben auch neue Standards setzen. Und das heißt, das bringt uns quasi zur Idee, dass eben diese Idee von Community by Design eigentlich quasi in Aura heißt, wir machen Community by FOSS Software, weil eben Aura wirklich dann quasi etwas auch anbietet, was sozusagen das Potenzial hat, ein bisschen auch eine neue Baseline zu setzen, weil eben einerseits gucken, was sind gemeinsame Werte, was sind irgendwie gemeinsame Praktiken und eben auch, wo können wir sozusagen einen gemeinsamen geteilten Standard setzen. Und wie setzen wir das um? Das ist hier so eine Grobübersicht über die Architektur von Aura. Und jetzt gebe ich weiter an Martina, die so ein bisschen mehr dazu erzählt. Genau, ich darf euch heute begrüßen auf eine kleine Autofahrt. Und zwar, das Auto in Automated Radio ist nicht stumm. Wir haben nämlich uns für ein autobasiertes Namensschema entschieden und ich werde euch gleich ein bisschen einführen, warum das so ist. Genau, wir fangen an mit Steering. Jedes Auto braucht auch einen Lenker und somit ist Steering auch unsere Single Source of Truth. Steering hat sich entwickelt aus der ehemaligen Programmverwaltung von Radio Helsinki und das hat sich inzwischen deutlich weiterentwickelt. Es basiert eigentlich auf Django und Python, aber es hat sich inzwischen deutlich weiterentwickelt und es wurde quasi darauf aufgebaut. Grundsätzlich managen wir darin unser Programm und den Schedule. Es ist der Open ID Connect Provider und wir providen natürlich auch ein User Management. Genau. Das Dashboard ist ein quasi, wenn man sich's vorstellt, wir sitzen jetzt wieder im Auto, dann haben wir ein Armaturenbrett. Das gibt uns Warnungen, das gibt uns Hinweise, das ist quasi für den User gedacht. Das ist also unsere UI. Die wurde dann explizit für Aura entwickelt und befindet sich auch immer in Entwicklung. Das ist eine reine Komponente, die ganz besonders ist für Aura selber. Genau, dann haben wir den Tank. Jedes Auto braucht auch irgendwo Benzin, damit es auch fahren kann. Das Benzin in unserem Fall sind Audiodateien, also ganz viele verschiedene, natürlich auch Bilder für Sendungen, aber hauptsächlich Audiodateien, sind Sendungen, Musik, was auch immer man brauchen könnte, um seine Sendung zu befüllen.
Das ist auch entstanden aus einer Komponente von Radio Helsinki. Inzwischen hat sich es auch deutlich weiterentwickelt und es ist in Go geschrieben. Dann kommen wir mal noch zur Engine. Man muss das Auto auch irgendwo starten, es braucht also auch einen Motor. Die Engine, darüber werden wir heute dann noch ein bisschen mehr hören. Also die werde ich euch jetzt nicht genauer vorstellen, aber die Engine im Prinzip hat sich weiterentwickelt aus einem Projekt von deutschen freien Radios, und zwar COMBA, Community Media Broadcast Automation. Das ist quasi ein modulares System, wo es eben darum geht, Sendungen abzuspielen, Sendungen zu wiederholen. Das ist also der, der unsere ganzen Schedules macht, das Playout, der Controller. Das Besondere ist, wir basieren das relativ viel auf Liquid Soap und Pipewire, aber auch dazu werden wir dann noch ein bisschen mehr hören. Und genau, das ist alles, was man so im Prinzip für ein Radio braucht. Man braucht natürlich ein Fallback, man braucht Silence Detection, weil in einem Radio sollte hoffentlich immer etwas spielen. Und grundsätzlich natürlich werden da auch Audiometerdaten ausgespielt. So, und dann kann ich jetzt auch gleich weitergeben an ein bisschen einen Exkurs zur Engine. Genau, danke für den kurzen Einblick. Jetzt geht es ein bisschen tiefer ins Detail. Das heißt, unsere Engine, so wie sie gerade vorgestellt wurde, ist aufgeteilt in drei Komponenten. Wir sprechen hier von der Engine-Hauptkomponente, die die anderen Sachen ein bisschen managt. Dann gibt es Engine Core. Engine Core ist für die Audioabwicklung zuständig. Das heißt, alle Audiodaten, die dann gespielt werden. Engine Core ist ausschließlich in Liquid Soap programmiert. Und dann gibt es Engine API, einfach nur dafür zuständig, um diese Metadaten und sonstige Informationen auch wieder weiterzureichen an das Dashboard oder dann für die Radios selbst, um zum Beispiel anzuzeigen, okay, jetzt spielt gerade die Sendung XY mit dem und dem Titel. Genau. Und ein bisschen tiefer reinzugehen, Engine macht eigentlich die ganze Zeit ein Fetching an Steering. Steering ist unsere Single Source of Truth, das heißt, das sehen wir dann später im Dashboard. Da kann ich eine Radiosendung eingeben. Ich sage jetzt einfach mal Programmieren unter Anführungszeichen. Ich sage, okay, heute um 10 Uhr spielt eine Sendung, gebe dem einen Audio-File und speichere das ab. Das wird in Steering gespeichert und Engine geht her und holt sich in einem gewissen Zyklus die ganze Zeit diese Daten von Steering und cache die erstmal lokal, damit, falls die Verbindung abreißen sollte aus irgendwelchen Gründen, Engine trotzdem noch Zugriff darauf hat. Und gleichzeitig holt sich Engine auch schon mal die benötigten Audiodateien von Tank, der die Dateien gespeichert hat, und speichert sich das in einem Timetable. Und dieser Timetable wird dann einfach der Reihe nach abgearbeitet und zu der Zeit, 10 Uhr, wenn dann meine Sendung spielt, gibt es dann ein Event und ich schalte hier dann um und wechsle dann auf den entsprechenden Channel, den ich eingestellt habe für meine Audiosendung. Und das Ganze schaut dann ein bisschen so aus. Das ist jetzt eine detaillierte Ansicht von Engine Core, also da, wo die ganze Magie fürs Audio passiert. Wir haben hier mehrere Queues, die in den Mixer reinlaufen, und mehrere Streams und mehrere Line-Ins. Das kann man sich so vorstellen, damit Engine Crossfading unterstützt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sendungen, haben wir zwei Queues, die befüllt werden. Das heißt, die zwei Sendungen, die nacheinander laufen, wenn sie beide einfach nur, ich sag mal, aus einem Audio-File bestehen, dann wird die erste Sendung auf die QA getan, die zweite auf QB. Und in dem Moment, in dem QA ausläuft, kann ich dann crossfaden in meine QB und kann dadurch einen eleganten Crossfade machen, ohne dass ich da in Probleme reinlaufe. Das Gleiche unterstützen wir auch für Webstreams. Also ich kann einfach einen Stream von einem anderen Radio übernehmen zum Beispiel. Das gibt es in den freien Radios in der Community öfters, dass man sagt, okay, hier bei Radio Helsinki läuft eine coole Sendung zum Frauenkampftag, und Radio Freirad sagt, okay, wir würden die gerne übernehmen, fragen das kurz an, und dann kann man die einfach über so einen Webstream einlesen und übernehmen und auch wieder zwei Stück, damit wir auch da wieder ein Crossfade unterstützen. Und klassisch aus einem Studio kann ich dann über die Line-In-Kanäle senden, und auch hier kann ich mehrere Kanäle definieren, auch wenn man mehrere Studios hat, zwischen denen zu crossfaden. Ich kann aber auch genauso von einem Studio in eine Queue crossfaden, ist auch kein Problem.
Und all das passiert über diesen Mixer. Der Mixer wird über Engine gesteuert, das passiert über einen Unix-Socket, alles in Liquid Soap, und die Steuerung passiert in Engine in Python. Und in Liquid Soap selber gibt es dann noch einen Silence-Detektor, der einfach die ganze Zeit auf dem Output hier hört und guckt, okay, sind wir hier im Threshold, spielen wir eigentlich noch irgendwas auf dem Radio? Und falls das nicht passiert, gibt es hier vordefinierte Fallback-Sachen, die dann anspringen. Entweder spiel einfach Musik aus einem Folder oder aus einer Playliste, damit wirklich immer hier auf dem Output etwas landet. Genau. Das Diagramm ist nicht mehr ganz aktuell. Wir sind inzwischen weg von ALSA und sind auf Pipewire umgestiegen, weil wir in Probleme mit Latency in Docker reingelaufen sind. Also Docker, ALSA hat uns nicht ganz glücklich gemacht. Deswegen kam irgendwann der Switch zu Pipewire. Hier läuft dann ein Pipewire-Host, der auch in den Container reingemappt wird. Und jetzt kann ich relativ elegant mit einem Audio-Server meiner Wahl, also Jack zum Beispiel auch, mich verbinden mit der Engine und kann darüber meinen Output steuern. Darüber kann ich dann auch, wenn ich möchte, im Studio davor noch, also vor diesen Line-Ins, irgendwelche Effekte draufhängen oder sowas. Und es ist egal, ob die jetzt in Jack geschrieben sind, also das Jack-Plugins sind, oder ob das ALSA-Plugins sind oder sowas. Das ermöglicht uns Pipewire. Ja, und den Output tun wir dann eben einfach wieder auf einen Line-Out. Oder eben zeitgleich auch zu einem Icecast-Server, dass ich dann im Webstream bedienen kann. Genau, so viel mal zu Engine. So, wie sprechen die ganzen Komponenten miteinander? Genau, wir haben dadurch, dass die Radioinfrastruktur super heterogen ist, also auch im Netzwerkbereich mit den ganzen Servern, die die freien Radios hosten, haben wir uns dazu entschieden, nein, falsche Richtung, dass wir alle unsere Komponenten in Docker, im Docker-Container bauen, und wir stellen als Aura-Projekt für die freien Radios einen Docker-Compose-File her, wo die ganzen einzelnen Komponenten miteinander reden können. Wir haben dabei auch geschaut, dass wir alle Container rootless laufen können, dass wir quasi so ein bisschen grundsätzliche Sicherheitsparameter einhalten und dass wir möglichst sichere Software bereitstellen. Wir gucken auch, wir haben einen Continuous Integration Prozess. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Commit gemacht wird, bauen wir die Software, haben eine eigene Testinstanz, also einen kleinen Staging-Server, wo wir gucken können, ob die Änderungen funktionieren. Und wenn die Änderungen dann funktionieren, haben wir auch noch eine in unserer GitLab-Pipeline. Ganz zum Schluss haben wir dann einen Release-Job. Quasi jedes Mal, wenn ein Release gemacht wird, wird die Pipeline getriggert, und die triggert dann, dass wir uns auf unsere Demo-Instanz, das gepusht wird, wo wir dann gleich nochmal drüber gehen, schauen, wo unser letztes Release stattgefunden hat, und alle Container werden auf Docker Hub gepusht. Ja, genau. Ich glaube, beim Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, es waren noch so 5 Minuten, oder? Ja, dann vielleicht einfach noch mal kurz über die Demo drüber gehen, und dass wir da am Ende noch so ein bisschen Zeit haben für Fragen. Genau, also eben, das ist unsere Demo-Instanz, wo das letzte aktuelle Release draufläuft. Momentan sind wir auf Alpha 3. Und hier seht ihr die Ansicht, die eine Programmverwaltungsperson kriegt, wenn wir uns in Aura einloggen. Das ist eben eine Übersicht über alle Sendereien, was eben in so einem Radio läuft. Das sind relativ viele, also ich glaube momentan ein paar hundert oder so. Und wir können dann hier einfach mal probeweise welche, also man kann danach suchen, man kann was auswählen. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Das ist unsere aktuelle Testsendereihe. Und das Dashboard bietet eben so die wichtigste Übersicht über die wesentlichen Daten und Verwaltungsfunktionen. Hier haben wir die Terminübersicht, das heißt, man sieht eben das sogenannte Sendeschema, das heißt der Rhythmus, wann die Sendung jeweils läuft, und oben drüber die einzelnen Termine, sodass ich eben einerseits zurückblättern kann in die Vergangenheit und mir zum Beispiel Content von vergangenen Sendungen noch raussuchen und zum Beispiel wieder programmieren könnte. Oder hier sind zukünftige Termine, und es gibt ein praktisches Interface, wo man eben alle Metadaten eintragen kann mit Titel, Sendungsbeschreibung. Ich kann ein Bild dazugeben, Themen setzen, Mitwirkende angeben, auf welcher Sprache die Sendung ist, zum Beispiel Schlagwörter, also alles, was man eben an Metadaten braucht, die dann eben nachher zum Beispiel auch auf einer Webseite
ausgespielt werden. Und hier unten ist die Content-Verwaltung, das heißt, das spielt dann eben auch zusammen mit dem lokalen Deployment. Also ich kann nicht nur eben Dateien hochladen oder hier Streams eintragen oder URLs importieren, sondern ich kann eben auch Studioquellen auswählen und das wird dann eben im jeweiligen Deployment dynamisch bestimmt von den, abhängig vom jeweiligen Setup, also ob ich eben ein großes, also ich mehrere Studios habe, ob ich verschiedene Quellen auswählen kann oder ob es vielleicht eben nur ein Studio ist. Und für das Programmmanagement interessant ist eben hier diese Ansicht mit den allgemeinen Einstellungen. Hier ist alles an Basisinfo, was für eine Radiosenderei wichtig ist, eben vorhanden und kann bearbeitet werden. Also Titel, Sendungsbeschreibung, Bilder, aber eben auch so Verwaltungskategorien, die zum Beispiel fürs Reporting an die Medienbehörde und damit quasi auch für die Berichtslegung vom Radio verantwortlich sind, was man eben liefern muss, wenn man eben wirklich auch einen Sender betreibt, damit man eben auch langfristig seine Lizenz halten kann und damit das alles rechtlich auch gedeckelt ist. Und hier unten sieht man noch irgendwie, das ist so der Admin-Bereich, unsere Gefahrenzone, das sind so die ja, kritischen Aktionen. Einerseits kann man eben Sendereien auch archivieren, also das Ziel ist eben auch, dass nicht einfach Daten verloren werden, sondern alte Daten eben auch wieder aufrufbar sind. Man kann Sendereien auch komplett löschen und auch verwaltungsmäßig wichtig ist, dass man eben das URL-Kürzel, das heißt die auch nachher die Web quasi die URL, unter der die Senderei nachher auch ausgespielt wird, dass man das ändern kann, weil das eben auch relevant sein kann, wenn man zum Beispiel eine alte Senderei fortsetzen will unter einem anderen Namen oder so. Und ein zentrales Verwaltungsinterface ist der Programmkalender. Das ist eine visuelle Übersicht von allen Sendereien, wo man durchblättern kann und wo jeweils eben auch hier die jeweils ausgewählte Sendung markiert ist. Und wenn ich da reingehe, habe ich eben die Möglichkeit, einerseits eben diesen Senderplatz zu löschen, neue Dinge anzulegen oder vielleicht auch eben das komplette Programm zu löschen. Das heißt, alles an Verwaltungsfunktionen ist eben in dem Dashboard praktisch zusammengefasst und erreichbar. Und das ist im Vergleich zu der jetzigen Radiopraxis, wo quasi all das, was hier in Aura vereint ist, auf verschiedenste Tools und oft verschiedenste Skripte oder selbstgebaute Lösungen verteilt ist, ist es eben eigentlich ein enormer Fortschritt und ja, durchaus praktisch. Und ja, wir sind jetzt quasi am Ende der Zeit und wer jetzt noch irgendwie Fragen hat oder vielleicht noch irgendwas sehen möchte, dann bitte gerne melden. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Sehr spannend und toll, einmal was von Aura auch so sehen zu können. Mich hätte interessiert, wie, ihr habt jetzt das CBA, das Cultural Broadcast Archive, gar nicht erwähnt. Ich habe irgendwie gehofft, dass es vielleicht auch eine Verknüpfung mit der CBA gibt, dass wenn ich jetzt hier eine Sendung angebe oder eintrage, dass dann die Archivierung auch vielleicht gleich mitläuft oder so. Könntest du da was sagen dazu vielleicht? Danke. Das soll ein Future Feature sein. Also die Grundlagen dafür sind schon gelegt und da kann Ole ein bisschen auf genau. Der technischen Seite was sagen. Vielleicht ganz kurz, das ist in Planung. Es ist jetzt in einem Alpha-Ding aktuell ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, aber wir speichern zum Beispiel die CBA-ID oder die kann mit angelegt werden in einer Sendung und Aura wird in Zukunft auch ein Modul haben, das automatisch die Sendung aufnimmt und für Wiederholungen zur Verfügung stellt und genau diese Datei soll dann auch automatisch in zum Beispiel die CBA geladen werden, um sie automatisch zu archivieren. Ja, und eben was wir jetzt schon umsetzen, ist, dass unser Dateninterface CBA-kompatibel ist, das heißt, das Eingabeformat auch für die einzelnen Sendetermine, welche Infos wir angeben, entspricht quasi dem Standard, was die CBA auch hat, damit das nachher gut zusammenpasst. Sonst noch Fragen? Ich glaube, ansonsten sind wir ziemlich am Ende der Zeit. Ja, dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, falls ihr sonst noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr sicherlich auch zu uns noch privat kommen. Ja. Und dann gibt es irgendwie noch kurze Antworten oder so. Genau, danke. Hier nochmal die Adressen. Wer möchte, schaut rein. Also alles ist open. Unser Git, man kann uns erreichen, wir haben einen großen Matrix-Space, wer Fragen stellen möchte, ja,